Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem Flask Tutorial. Heute wollen wir was machen, was eigentlich gar nicht genug gemacht wird, und zwar Unit Tests. Unit Tests überprüfen für euch, ob eure App, in dem Fall eure Flask App, genug oder auch funktioniert. Ob wirklich alles so tut, wie es funktioniert, oder ob vielleicht irgendwo ein Bug drin ist. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und nicht ganz so einfach, das hier jetzt zu testen. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Authentifikation drin und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen hier irgendwie schauen, was eigentlich hier jetzt Sache ist. Und das können wir mit Unit-Tests erreichen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist als erstes mal eine neue Datei, denn Unit-Tests liegen nicht in der Hauptdatei, sondern in einer separaten Datei. Ihr solltet bei Unit-Tests kurze Anmerkung hierzu, oder Moment, ich mache erstmal kurz das Ding hier fertig, Tests. So, die Tests sollten tatsächlich möglichst alles vom Code abdecken, was ihr habt. Also jede Zeile Code sollte irgendwie abgedeckt werden. Auch bei if, while und so weiter und so fort gilt das Ganze. Das ist nicht möglich, aber so viel wie möglich ist das Ziel. Und ja, das ist das, was wir jetzt hier uns vornehmen. Also wir werden jetzt nicht hier alles testen. Das könnt ihr dann machen, sozusagen als Übung. Okay, was wir jetzt hier brauchen, ist als erstes mal eine Run-Configuration. Tests. So. Und die lässt laufen Tests. Gut. Das können wir starten. Oder was heißt starten? Das können wir so lassen. Und ja, jetzt machen wir erstmal Import. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen auf jeden Fall Unit-Test. So. Unit-Tests sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Das heißt, ich habe auch hier schon in meiner Python-Tutorial-Reihe was dazu gemacht. Aber ja, Unit-Tests sind eigentlich so ziemlich immer gleich aufgebaut, das heißt, wir wollen uns jetzt hier nicht irgendwie verausgaben oder sowas. Wir generieren eine Klasse, keine Ahnung, Basic Tests oder sowas. Und dann sagen wir hier Unit Test, also die erbt von UnitTest.TestCase. Das heißt, das ist ein Testcase, den wir ausführen wollen. Ein Testcase besteht aus einem Setup und aus einem Teardown. Das heißt, einem Aufbauen von dem Test sozusagen wie ein Konstruktor, nur nicht ganz dasselbe. Und einem wieder auflösen, damit wir wieder alles in unserem Startzustand haben. Das heißt, die beiden Funktionen, die wir hier brauchen, sind einmal Setup. Und hier sagen wir, was wir für die App alles brauchen. Hier sagen wir, ja, und jetzt wird es schwierig, denn jetzt müssen wir irgendwie das Ganze mit unserer Flask API verbinden. Und dazu brauchen wir App. App enthält alles, was wir brauchen. Denn App ist sozusagen das Wichtigste. Also, was wollen wir machen? From Bonus Import. Naja, ihr habt richtig geraten. Wir importieren App. Genau. Und ja, jetzt können wir hier einfach hergehen und können sagen app.config. Achtung. Und hier geben wir Testing an. Also, wir wollen sozusagen testen. Das geben wir hier als True an. Dann können wir auch noch irgendwas anderes sagen wie app.config. Keine Ahnung. Von debug ist gleich false zum Beispiel. Und falls ihr irgendeine Datenbank oder sowas habt, könnt ihr das natürlich auch machen. Also hier über app.config database oder sowas einrichten. Das ist alles dann euch überlassen, was ihr hier halt alles braucht. Schaut da am besten mal in die offizielle Dokumentation rein. Das sind so viele Parameter für app.config, die kann ich jetzt nicht alle hier vorstellen. Das wäre auch total unnötig, dann würdet ihr wahrscheinlich gelangweilt rausgehen. Deswegen hier nur die beiden jetzt genannt. Was wir jetzt noch machen wollen ist, wir setzen self.app auf app.testclient. Und das ist sozusagen jetzt das, was wir hier für die Tests verwenden werden. Gut, dann def teardown. Und ja, hier machen wir einfach gar nichts, weil wir müssen nichts irgendwie abreißen oder sowas. Wir wollen nur diesen einen Test schreiben. Ansonsten könnt ihr hier natürlich auch wieder alles auf den Startzustand zurücksetzen, wenn ihr das wollt. Ihr könnt irgendwelche Verbindungen lösen, Sockets auflösen oder was auch immer ihr alles braucht. Also da kann man sehr, sehr komplex werden, muss man aber eigentlich in den wenigsten Fällen. Deswegen reicht meistens das hier. So. Und das sind jetzt sozusagen unsere beiden Basic-Methoden, die wir hier sowieso immer brauchen. Jetzt können wir mit den Tests anfangen. Und da sagen wir einfach def test. So, jetzt Sekunde, lasst mich nachgucken. Test, testroot. Und ja, wir kriegen self als Parameter, das ist in Ordnung. So,
Und was, wie testen wir das Ganze jetzt? Naja, wir machen es ganz einfach. Wir sagen response ist gleich self.app.get. Wir wollen ein get-request. Post-request könnt ihr auch senden, indem ihr einfach post benutzt. Aber wir wollen natürlich hier ein get-request haben. Und zwar, was ist die URL? Naja, root. Und ja, weiter brauchen wir, falls ihr irgendwie ein Redirect habt, könnt ihr hier auch follow redirects angeben. Redirects. So, und ja, follow redirects gleich true. Und was wir jetzt überprüfen wollen, ist ganz einfach. Wir wollen self. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Asserts zu benutzen. Asserts sind von Unit-Tests. Das heißt, ihr könnt hier alles überprüfen, was ihr wollt. Assert dict equal überprüft zum Beispiel die Gleichheit von einem Dictionary, also dass die einzelnen Einträge gleich sind. Contain subset ist ziemlich genau dasselbe. Count oder also contain subset überprüft eben, dass das eine Dict im anderen auf jeden Fall enthalten ist, das andere darf aber größer sein. Equal, ja, macht genau das, dass eben zwei Sachen gleich sind, das was false ist, das was größer ist, größer als, das was drin ist, also im Endeffekt die ganzen Python-Operationen, die ihr hier habt, könnt ihr aber alle mit Equals erreichen oder, ja, Equal. Und das benutzen wir jetzt hier, response.statuscode, statuscode. So, was soll der wohl sein? Naja, 200, denn wir haben was angegeben dafür, der soll bitte nicht 400 sein. Und wenn wir jetzt hier das Ganze ausführen, das heißt, if, ups, name gleich. Bitte, das sah gerade aus. Hihi, das ist ein Smiley. Main Doppelpunkt, dann wollen wir, Achtung, wir wollen nicht irgendeine App starten, sondern unittest.main wollen wir aufrufen. Das kriegen wir hier rüber eben. Und der benutzt dann einfach alle Unit-Tests, die ihr hier definiert habt. So, die App läuft noch, nehme ich an. Ja, wunderbar. Und dann gehen wir den Unit-Test durch. Ran-One-Test in 0,015 Sekunden. Hier seht ihr auch gleich, wie lange die einzelnen Sachen gedauert haben. Was übrigens sehr, sehr hilfreich ist, wenn man irgendwelche sehr aufwendigen Berechnungen oder sowas in seiner App drin hat, dann sieht man gleich, wo diese Berechnungen sozusagen draufgehen. Das heißt, wenn der eine Test eben sehr, sehr lang geht und der andere überhaupt nicht lang, dann ist der eine Test wohl, naja, der benutzt rechenintensiveren Code. Das heißt, da solltet ihr vielleicht nochmal reinschauen, da nochmal optimieren oder sowas. Genau. Und ja, der Test war offensichtlich okay. Wunderbar. Was wir jetzt noch machen können, ist, wir wollen uns anschauen, wie ein fehlgeschlagener Test aussieht. Und das machen wir hier über Abort. Abort bricht eine, bricht sozusagen eine Website ab oder die Ausführung. Und hier sagen wir einfach mal, das wird ein, keine Ahnung, 402 oder so. So. Müssen wir natürlich hier noch implementieren oder besser gesagt importieren. Abort einfach importieren, dann könnt ihr hier jederzeit einfach Sachen abbrechen mit irgendeiner Fehlermeldung, die eben HTTP-Protokoll konform ist. Und wir nehmen jetzt hier tatsächlich doch mal wieder 404, damit wir auch wieder unsere wunderschöne Fehlermeldung von hier unten erhalten. Das heißt, wenn ich hier jetzt das Ganze aktualisiere, dann sehen wir hier, ja, Error 404 not found, bla 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 bla. Und das ist eben das, was wir hier in unserem Error-Händler drin haben. Ja, damit könnt ihr sozusagen eigene Fehler auslösen. So, wenn wir jetzt diesen Unit-Test hier ausführen, ist offensichtlich kein Response-Code 200 mehr gegeben, weil er ist ja gerade absichtlich auf 400 gesetzt worden. Das heißt, wenn wir jetzt diesen Test laufen lassen, dann haben wir hier Assertion Error 404 und gleich 200. Und dann sehen wir hier, okay, das ist das Assert Equal. Ah, okay, Response.StatusCode 200. Oh, da ist wohl was schiefgegangen. Failed Failures 1. Das heißt, wir haben ein Failure drin, ein Test ist also fehlgeschlagen und ja, das muss offensichtlich gefixt werden, weil hier sollte Code 200 rauskommen. Und jetzt ist es natürlich an euch zu sagen, okay, ich muss nicht den Fehler hier einfach fixen und hier 404 reinschreiben statt 200, sondern ich muss natürlich hier schauen, warum wurde das nicht gefunden und muss dann sagen, okay, ich habe vielleicht vergessen, eine Route einzutragen und so weiter. Das heißt, was am besten, also wirklich jetzt Best Practice ist, man schreibt die Tests völlig unabhängig von seinem eigentlichen Code. Am besten schreibt einer die Tests und der andere, also ein völlig anderer Entwickler, schreibt den eigentlichen Application Code. Denn so wissen zwar beide, was passieren soll. Also zum Beispiel, dass hier bei root Hello World ausgegeben werden soll, was natürlich hier überprüft werden kann. Aber wenn einer Mist baut, dann merkt man das sofort.
Und das ist sozusagen der Trick bei eben solchen Unit-Tests. Und ja, ihr solltet wie gesagt schauen, dass ihr möglichst alles testet. Aber das ist, kann oftmals sehr, sehr viel Aufwand sein, fast so viel Code wie der eigentliche Application-Code. Aber das ist es teilweise auch wirklich wert, wenn ihr irgendwie eine Änderung macht und plötzlich stürzt alles ab, dann ja, habt ihr ein Problem. Gut, das soll es von mir wieder mal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Ich bin jetzt gerade zumindest in meinem Kopf wieder mal durch mit der Flask-Playlist. Unter Umständen fällt mir wieder was ein, das würde ich dann einfach immer mal wieder nachreichen. Oder ich werde noch ein paar Videos machen, je nachdem. Das wird dann wahrscheinlich drauf ankommen. Okay, das war's wieder mal von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.